Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Let's Play zu Sacred 2 mit dem Diablo 2 Vollmod. Ja, wir sind in Schlehenfurt angekommen mit unserem zweiten Charakter. Wir haben so ein bisschen ausprobiert, ob das wirklich mega stark wird oder eher schlecht wird. Mit Verzaubern, eine Sorcerin auf Nahkampf, Fernkampf mit den Zauberstäben, aber leider ist es nicht ganz so basiert gewesen, deshalb mussten wir einen starten, der ein bisschen stärker ist, die Gegner auch aushält. Aber dürft gerne die vorherigen Parts auch noch schauen und ja, ich werde natürlich relativ schnell dann weitere Parts bieten. Jo, wir haben hier eine Verfolgung von einer Delphici, also einer von den großen Hochelfen. Wie sagt man? Familienmitgliedern. Und die hat Angst vor uns gehabt. Und jetzt ist er bei einer Wache gekommen und hat da ein bisschen Informationen gegeben. So. Ist noch ziemlich cool, weil wir eigentlich so mit der Hochelfin konkurrieren als Inquisitor. Ist ja toll, wenn man das ja, zusammenspielen könnte, aber eben der Charakter ist halt eher auf Magie und es ist einfach nicht so balanciert, wie ich gedacht hätte. Also man kommt nicht so schnell vorwärts, weil man braucht eher mehr Items zum Start und das ist ein bisschen schlecht eben. Es ist ziemlich schlecht für den Start. Aber wir haben jetzt einfach mal uns für die dunkle Seite entschieden und ja, als halber Nekromanze, halber Flucher werden wir die Gegner im Schach halten. Zum Beispiel haben wir es jetzt verlangsamt mit Altern. Wir werden auch ein bisschen schauen, dass wir nicht zu viel Schaden bekommen, weil wir sehr langsam angreifen. So hochleveligen Stab haben. Genau. Das Klett ist leider auch nicht so stark gegen ihn. So, aber wir haben ihn besiegt, den Bandit. Haben wir hier. Die sieht man fast nicht mehr, diese versteckten Schätze. Das sind einfach so kleine Sternchen, die manchmal aufblinken und dann einfach einen Schatzpreis geben. Aber dafür sind sie ein bisschen hilfreicher. Deshalb lohnen sie sich doch mehr, auch wenn sie schwer zu finden sind. So. Meine Spione haben mir mitgeteilt, dass die Adligen einen Angriff auf unser Hauptquartier planen. Wenn meine Informanten recht haben, dann wird dieser Angriff von Süden her erfolgen. Sieh zu, dass du die Kommandantin warnst. Du hast meine Erlaubnis, dich zu entfernen. Ich darf mich nicht empören und leider haben wir hier nicht so eine gute Sicht, aber ich möchte ihn ein bisschen aufnehmen. Das ist nämlich unser Imperator und wir sind da Vater. So. Schön Fotos, immer schön Fotos von euren Leuten machen. Das. Sie ins schwarze Licht bringen. Oh, mein Hase. Kommt hier hin. Lieber Hase, das ist der Vater. Nicht ich bin der Vater. Zu schlecht, der Hase ist besser. Jo, es ist richtig toll, mit dem Inquisitor zu spielen, weil ich habe ihn eigentlich nicht so sehr gemocht zuerst. Also im Hauptspiel mochte ihn nicht so. Es ist einfach so, dass seine Kampfkünste doch ein bisschen zu schlecht sind zum Starten und ich habe Sacred 2 jetzt nie so ultra viel gespielt. Das ist ja euch sicher bekannt, dass einfach der Hype Prime schuld ist, oder? Dass man halt andere Spiele spielt und nicht Spiele, die einfach niemand sonst spielt oder so, oder einfach nicht so viel mehr Informationen gibt. Das ist ein gutes Schwert, weil Chance auf halbierte Regenerationszeit ist mit ein bisschen Stacken, dass man mehr Chance hat, ziemlich gut. Ich lasse den mal das Schwert. Also man kann es gut verkaufen, ja wahrscheinlich nicht. Das ist das Gefängnis, haben wir noch nicht. Doch haben wir. Ah, das ist der Angriff mit der Knochenspeer. Genau, okay. Jo, und ich bin eher so ein Spieler, der wirklich auch selber schaut wer, was ich spiele. Jetzt zum Beispiel Last Epoch hat so wenige Spieler und trotzdem habe ich damit so viele Aufrufe. Die Spiele auch denken, ja, schauen lieber Videos, oder? Wenn es jetzt nicht gerade so gehypt ist. Das
davon profitiert man ja auch. Man muss ja nicht immer das spielen, was die anderen am meisten produzieren, Videos, oder? Also, oder spielen. Und ja, ich habe einfach mega Spaß an Last Epoch und auch an Sacred 2. Nicht vergessen. Ich weiß, wie Sacred 2 gut ist. Das müsst ihr zum Beispiel mir nicht sagen. Ah, der Wolf war richtig groß und zäh. Geil. Die Kinder haben auch immer so ein bisschen das Gesündere als die erwachsenen Menschen. Die finden alles irgendwie so ein bisschen spannend. Und jo, ich habe jetzt eigentlich relativ viel mit Kindern. Also ich bin ja einer, der wirklich auch gut mit Familien und so umgehen kann, mit älteren Leuten auch und so. Dann sehe ich immer wieder Kinder und ich kann gut mit ihnen umgehen, ich kann viel erzählen und ihnen Freude bereiten und so. Die sind immer sehr, wie sagt man denn, so unschuldig, oder? Sie schauen nicht, oh, das wird am meisten gehypt, oh, das kann ich am besten spielen, oh, ja, dort, das Spiel lohnt sich, oder? Sie suchen es nicht aus, sondern sie spielen es einfach, oder? Und so bin ich eben auch ein bisschen. Mir geht es ja nicht darum, wie viele Spieler ein Spiel hat, sondern was gefällt mir wirklich am meisten? Woraus kann ich zum Beispiel am meisten etwas lernen oder so? Jo, ich bin einfach auch gerne wirklich am Schauen, ja, da haben die Entwickler wirklich etwas ganz Gutes gemacht oder hier haben sie ein bisschen Probleme gemacht, hier sind sie nicht so gut. Es gibt so viele Geschichten, die es erzählt, aber die meisten Spieler und vor allem Vollprofis und Videosmacher, die wollen nur eins Aufrufe, die wollen nur eins, ich will die Spiele fertig spielen, die andere sehr viel spielen und so weiter. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen Depri, oder? Darauf schaue ich schon, dass ich überhaupt nicht gelangweilt werde oder so. Und spiele deshalb auch die Spiele intensiv. Das heißt ja nicht, oh, es ist langweilig, jetzt muss ich das Spiel gar nicht fertig spielen oder so. Sondern das, was euch Spaß macht, könnt ihr wirklich extremst spielen auch. Dann habt ihr genügend. Dann wollt ihr auch genügend Zeit investieren. Und also immer zu denken, ja, okay, kaufe ich das nächste Spiel, ich habe ja genügend Geld oder so. Nee, das macht Depri, das. Das habe ich auch schon von vielen Leuten erfahren. Die wollten immer wieder die neuesten Spiele haben und haben sie nie lange gespielt und so und waren dann einfach immer enttäuscht, ganze Zeit enttäuscht. Das bin ich nicht. So, ja, ja. Aber hat's trotzdem gemacht, das Lausbubenkind. So ein Tag, so ein Tag. Oh, seid ihr wohl und macht. Nehmt einen aufrichtigen Gruß. Habt ihr vom jungen Goldblum gehört? Er wurde vom Blitz gefällt. Manchmal reden diese NPCs miteinander und das ist immer so lustig. Shandong, das ist der Knochengeist. Genau, und das sind einfach diese Zerstörer, wie sie heißen, vom Drachenmagier, einfach in Geistform und leider sehr langsam. So, dann haben wir noch Machtstoß, da haben wir auch noch nicht. Und die anderen wandeln wir mal um. Seid gegrüßt. Aber zuerst mal ein erhöht. Ah, mit links. Stimmt, mit links. So, explosive Flüssigkeit, ja, ist eine Taktikkunde. Könnten wir gebrauchen für weitere Charakter. Und ja, die Ringe sind wahrscheinlich auch nicht so gut. Keiner mit MF. Schade. So. Also, wir haben Inquisition. Wir müssen auf Unterwelt. Dann mal die Mage oder der Golem. Dann der Golem kann noch warten. Vielen Dank. So. Wir setzen jetzt die Magier ein. Wir brauchen ja noch Konzentration, um dann auch die Skelette einzusetzen oder der Golem. So, jetzt ist einfach ein Magier. Jetzt müssen wir aber noch upgraden. Dann haben wir zwei Magier, denke ich mal. Da unten sind die Magier.
Ich glaube, das untere würde ja kein Ding. Die oben, okay, der Schaden ist natürlich besser, aber wirkt wahrscheinlich nicht. Jetzt müssen wir einfach nochmal despawnen. Oh, cool. Und wir haben zwei, oder? Hoffentlich. Ja, da kommt noch eine raus. Und das ist Kälte. Sieht aus wie heilig. Und er ist auch heilig und hat vor. Ich glaube, das sind beides Feuermager. Ja, werden wir dann sehen, wenn sie angreifen. Gut, das ist der Boss, die Boss-Quest. Und genau, das ist das mit dem Dieb. Ihr habt eine Schuld zu begleichen. Ja, jetzt müssen wir noch kurz hier unten hin. Haben wir für den Inquisitor da oben, okay. Ich sage euch nur eins, seid vorsichtig. Wir sind auf der Hut. Ja, ich bin auch auf der Hut. Die Quest ist mit den Kobolden, die ist sehr spannend. Also, ja, er will jetzt gerade momentan die Population von Kobolden weghaben. Ich frage mich, wieso er das will, weil er irgendwie auch die Kobolde unterstützt, werdet ihr dann sehen. Ein bisschen ein kleiner Schlingel. Werden wir dann auch machen, wenn wir da die Kobolde gejagt haben. Genau. Das ist ja noch die Quest vom kleinen Lager. Jo. Können wir dann auch noch machen, aber jetzt noch nicht. Müssen ja auch ein bisschen vorwärts kommen im Spiel. Ja, das Spiel macht natürlich noch einige Zeit, zum Beispiel so ein Menschengebiet dann. Richtig toll, viel Spaß. Das haben sie sehr gut hingekriegt, wie das geht. Die Quest haben wir auch angenommen. Haben wir sonst noch eine Quest vergessen? Ja, eine Quest haben wir noch vergessen. Gut, müssen wir noch kurz abgeben, damit wir genügend stark sind. Und wir haben nochmals ein Level. Aha, ja. So. Also, Unterweltkunde. Ich weiß es jetzt nicht, ob sich das wirklich lohnt. Wenn man nur mag, nur Skelette spielen, also Minion spielen. Ja, nutzen müssen wir das schon. Und dann noch Konzentration zuerst einmal. Nein, zuerst Rüstungskunde ist einfach zu wichtig. Und da müssen wir wirklich einen Punkt reintun. Auch für die Modifikation brauchen wir das Unterweltkunde. Damit wir dann einfach alle Golems, also die Golems auch noch hochstellen können. Magier sowieso und die Skelette dann am Schluss auch haben. Genauso. Haben wir jetzt nochmals einen Punkt bekommen? Ja. Okay, dann haben wir schon mal drei Skelette. Schaden über Zeit. Wäre ja nicht schlecht. Ja, Attribute müssen wir nicht unbedingt senken. Lieber doch ein bisschen mehr Dot-Schaden. Falls es wirklich wirkt. Und jetzt haben wir auch drei Skelette. Hoffentlich. So, tschüss nach Waldelfin. Das war nun fast zu einfach. Ja, ja, war zu, fast zu einfach, genau. Der ist nicht so stark gewesen, der Zombie. Die Quest machen wir dann mal später und ich mache sie einfach zwischen den Folgen kurz. Die haben wir ja gesehen. Das ist ein Farmer, okay. Die sind ja sonst auf den Bauernhöfen. Da gleich um die Ecke links. Der ist wahrscheinlich mit uns irgendwie gelaufen. So. Haben wir jetzt nur noch eins? Da ist noch einer. Haben wir noch zwei Skelette? Okay. Ja, wahrscheinlich bekommen wir nicht für jeden Gold-Punkt ein neues Skelett. Aber es ist sehr interessant, Alter, weil es alle irgendwie angreift und langsamer macht. Gift. Ah, die machen unterschiedliche Schüsse, okay. Geil, sind richtig stark. Also wir haben nur zwei, obwohl wir schon Silber gemacht haben. Schade. Ja, kommt jetzt aber bitte. Ich muss irgendwie die Taste noch umlegen, dass ich da direkt irgendwie Skelett zum Angreifen bringen kann. Ich muss eigentlich fast nichts machen. Ziemlich geil. Ich brauche auch helfen. Da ist noch einer. So, die, wo man einsammeln muss. Sind das Köpfe? Ja, das sind Köpfe. Interessant.
Dann muss man einsammeln 30 Stück. Jetzt haben wir 13 von 25. Okay. Nur 25. Das ist dann ziemlich viel. Ja, ein schönes Effektfeuerwerk. Die haben sie gut gemacht. Jo. So, dann haben wir denn die Grisato-Quest. Die Quest nehmen wir jetzt nicht an. Und ihr findet sie. Ich schenke euch Hoffnung. Nirgends. Auf nirgends. Nochmal so ein Ring. Gut, ich will jetzt nicht allzu weit nach Nordosten. Wir müssen eben da links. Wir könnten die zwei Quests dann noch machen. Bringen auch noch ein bisschen Geld zum Beispiel. Und der Stab hat nicht mehr. Ich habe nur noch minus 12,8%, also die Hälfte ungefähr. So, wir könnten ein bisschen angreifen. Ja, ist dann nicht sehr langsam. So, Skelett, das kommt. Ist das schneller? Ja. Genau, und da sind wieder diese Wiederbelebungen, die stark sind. Können wir eigentlich ja auch. Genau. Könnten wir auch machen. Ja, wir werden ja mal sehen, was nützlich ist. Flüche oder Wiederbelebungen. Ja, je nach Situation. Aber wenn man viele Gegner hat, Wiederbelebungen. Und wenn man wenig Gegner hat, lieber ein bisschen verlangsamen oder Widerstandsschwund machen. Die machen echt viel Schaden. 112 Schaden an so einem. Das war's. Kobold. Und 53? Okay. Ja, ich hoffe, es geht mit der KI. Aber wir müssen halt uns auch ein bisschen vorsorgen. Es macht ja keinen Sinn, so mega schwer irgendwo durchzukriegen. Das macht für euch keinen Spaß. Für mich ist es ein bisschen sehr aufwendig, da immer Heiltränke zu trinken. Und ja. So. Also. Ich denke, ich tue jetzt wirklich auch ein bisschen Vitalität und so nehmen. Und 58 vorher war 153. Okay, wir haben einen Unique gefunden. Zum Speichern. Angriffsgeschwindigkeit und Laufgeschwindigkeit. Eine Aura der Macht umgibt diesen Gegenstand. Illumination heißt einfach, dass der Charakter mehr leuchtet. Ziemlich schlecht. So, und das ist der Golem. Und Pranger ist vergift. Ist leider auch so schwach wie Enchantment. Da müssen wir mehr Punkte reinstecken, dass es stärker wird. So, und dann haben wir bald den Golem auch. Ziemlich einfach jetzt gerade, aber ihr wisst ja, gehen wir direkt wieder zu den Dunkelelfen. Nein, später dann. Ich schaue einfach, dass es immer genügend schwer ist, aber auch nicht gerade so extrem leicht ist. Oder genauso zu schwer ist, meine ich eher. Aber es ist ja schon ziemlich ablenkend gerade. Da wieder sehr viele Gegner bekommt. So, eine Quest mal abgeschlossen. Angriffsserie. Die sind echt aggressiv. Solange sie aggressiv sind. So, dann machen wir doch das gleich noch dann mit dem Umdecken. Ja, bringt ja nichts. Wir brauchen zwei. Also, ich werde einfach schauen, dass ich das machen kann. Mit den Punkten kommen, das ist so weit weg. Drücke meistens die W-Taste zum Einsammeln oder die Q-Taste zum Inventar öffnen, was ich so eingestellt habe für mich. Ja. Und deshalb ist es dann weit weg. Ja, macht richtig viel Spaß, aber trotzdem ist es sehr ablenkend und. Ja, beides ist es. Bisschen lustig. So,
Aber wir können gut leveln damit, wenn wir auch schnell kriegen. So, jetzt doch ein bisschen mehr Spaß. Und ich bin halt wirklich einer, der halt auch sehr schnell spielen möchte, damit ich einfach mehr Items bekomme und so. Aber nicht so mega überhastig. Ich muss nicht extrem schnell irgendwo hingehen, rushen, so langweilig spielen wie möglich. Aber so effizient wie möglich. Ich tue schneller spielen, aber immer alles auch ziemlich schauen. Ja, wir können schon vorlesen, aber das sehe ich jetzt eher nicht in einem Action-Rollenspiel. Ist ja auch ein bisschen zu sehr. Also, wenn ihr etwas. Ich tue es immer so für 3 Sekunden anmachen und ihr dürft das gerne kurz pausieren, das Video, und lesen, wenn es euch interessiert. Aber es ist halt für mich schon ein bisschen schwer, wenn man immer dann die großen Pausen macht dazwischen. Es ist ja ein Action Hack and Slay und nicht irgendwie so ein Spiel, wo sehr langsam und spannend funktioniert. So, der wollte einfach eben auch sagen, wir haben die Informationen von diesen, die uns gefangen haben. Und jetzt müssen wir eine Höhle stürmen, wo wir da den Hof hatten. Und wie heißt der Hof? Wir hatten einen Namen. Steht nicht mehr. Ja, von hier unten. Der heißt irgendwie Schönsichtigen oder so etwas. Also, keine Ahnung. Das Ähnliches. So, jetzt muss ich nicht mehr Rüstungskunde mal nehmen. Und ja, haben wir eigentlich jetzt das dritte Skelett, oder? Ja, machen wir doch mal Regenerationszeit. Ein Ziel hast du erreicht. Okay, wir mussten eine Fähigkeit maximieren. So. Haben wir nur 1, 2, 3, 4! Wir haben 4 jetzt bekommen. Lol, wir haben durch den Goldboni wirklich noch ein extra Skelett bekommen. Jetzt sind wir aber sehr stark. Schauen wir, dass wir die Quests noch machen können. Wird ein bisschen knapp, aber ich mache gerne noch die Quests hier. Das ist eine Quest, wo wir ein Mädchen holen müssen. Das ist die da. Bitte findet mein und rettet mein Kind aus den Händen der Kobolde. Machen wir doch gerne. Und eine Quest, die einfach so ein bisschen etwas zeigt, wie so die Forschung abläuft. Das sind Folgequests, glaube ich, 2 Folgequests und eine böse Quest, die nur in der bösen Kampagne kommt. Bringt die Ersatzteile zum Thema. Ampuliere, wie soll das? Machen wir doch. Das ist übrigens sehr lange angekündigt worden vorher. Und hier so richtig auch die Spiegelung, Verzerrungen drin hat und so. Ist natürlich für einen Hack and Slay damals noch nicht gang und gäbe gewesen. Waren sie sehr stolz drauf, scheinbar, die Entwickler. So. Schön, es spielt sich gut. Einfach besser als die Minion-Builds im Hauptspiel. Wieso schießt du hier auf den Boden? Okay. Oh, habe ich da 4 Gold? Und die greifen irgendwie einen Gegner weiter weg an. Und lassen mich hier unter den kleineren Gegner. Sehr toll zu spielen. Echt cool, der Mod. Man muss nur das Richtige tun. So, eine Tunika mit Rüstungskunde ist doch ziemlich gut. Oh, dunkelblau. Ja, rot. Keine Ahnung. Seelenraub, Schaden. Ja. Komm, nehmen wir den. Könnten wir eigentlich noch ein bisschen mehr MF nehmen. So. Cool. Ja, haben wir ein bisschen Glück mit den Chancen zu, ja, bessere Gegenstände zu bekommen. Wow. Da ist noch ein Koloniegegner.
Heftigst. Hätte ich das jetzt früher gewusst, dass Skelette so stärker sind. Ich habe natürlich ja eben den gespielt, Gift Nova und den Minion, also der ja, Druiden-Bild mit den Minions. Und die Wölfe sind leider viel gestorben. Und sind, glaube ich, nur physisch. Bringt also später auch nicht mehr so viel. Ist ein bisschen schade. Aber ja, Balancing ist halt noch nicht so fertig bei diesem Mod. Ob es jemals fertig ist? Ja. Unterstützt solche Projekte, solche Mods? Es lohnt sich für euch dann auch umso mehr. Wer bist du? Warum hast du die ganze kleinen Mädchen kaputt gemacht? Ein Menschen kaputt gemacht? Ja, weil ich angegriffen wurde. Weil meine Minions halt dann automatisch angreifen. Ich kann ja nichts dafür, dass meine Minions so böse sind. Ich bin halt ein böser Mensch. Sagt der netteste Mensch. Oh, ich bin so selbstlos in meinem Leben, das ist einfach extremst. Alle sagen, tu doch das nicht, immer so eigensinnig handeln. Und ich sag, ja komm, ich bin ja schon im Ende, ich habe so viele Krankheiten, fast nicht Erfolg und so Sachen. Ich habe auch ein eigenes Leben, weil ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der alle anderen kopieren muss und so. Und so weiter. Ja. Und trotzdem fühle ich mich noch gut oder sogar besser als andere. Weil man halt auch, ja, schaut, dass es einem doch gut geht. Auch wenn man halt einfach alles im Abgrund hat. Kann man ja eigentlich auch nicht beeinflussen, oder? Das ist halt einfach so. Okay, aus purem Gold. Vitalität macht so. Was ist das? Da. Schadenmagie. Hm. Was ist das? Eifer. Ah, das ist jetzt Gift. Das kann man noch ein Ding. Machtstoß haben wir, glaube ich, auch noch. Doch. Hm. Vergeltung. Das ist der Rechtssinn. Ja. Okay. Mehr haben wir noch nicht. Ein Item. Ah, doch, der Ring hat weggedroppt. Hm. Oh, da ist doch ein Versteck. Einfach ein bisschen im Grauen, aber ja, im Dreck. So, sehr gut. Also, die Quest haben wir mal. Und nochmals ein Level up. Level 8. Geht und findet meinen Mann. Er wird euch für eure noble Tat belohnen. Auch wenn es meinem Stande nicht entspricht. Weg. Euer Auftrag. Okay, das ist dort. Okay. Hm, jetzt Konzentration unbedingt. Und danach noch. Ich müsste mich noch ein bisschen zäher machen, leider. Ja, ich brauche aber die Punkte. Hm. Bleiben wir weiterhin auf Intelligenz. So, Golem. Der Stab, das Schwert brennt ein bisschen. Okay. Es sieht irgendwie eher aus wie so ein Magnanit. Der Obsidian-Golem oder so. Ja, interessant. So, was haben wir denn? 29. Ja, komm. Es dauert nicht so lang. Secret 2 ist noch nicht so aufwendig für YouTube. Wir machen noch kurz ein bisschen die Quests von diesem Observatorium. Vielleicht finden wir auch noch ein gutes Item oder so. Mal gucken. Na, kannst du auch ein bisschen angeordnen? Was durchzulaufen. Hat irgendwie so ein bisschen Lust, einfach herumzulaufen. Hä, was macht der? Okay.
so viele Gegner. Oh, so ein Blitzgewitter. So viele Blitzschüsse. Die sehen sehr cool aus. Ich mag Blitz irgendwie. Also mit Elektrozeugs mag ich irgendwie in diesem Spiel. Du bekommst ein bisschen, wie heißt es schon wieder? So. Ja, ihr werdet dann auch sehen, dort ringsum um dieses Gift gibt es dann ja auch stärkere Gegner. So. Wir sind jetzt schon hier. Ja, wir müssen hier. Genau. Okay. Wow, das sieht cool aus. Ja, man kann leider nicht von unten oder von der Seite schauen. Halt, holt die Messer, wenn das ein Kursier hat. Man sagt, die Inquisition wäre herzlos. Ich beweise dir das Gegenteil. Inquisitoren waren ja von der Kirche angehörte Attentäter, die Religionslose und von anderen Religionen Leute eigentlich verhaftet haben, sozusagen, eher nicht getötet oder ja, früher Mittelalter schon noch. Und ja, waren natürlich nicht gerade so nett. Man wurde auch sehr verachtet oder so. Oder gefürchtet auch. Und in diesem Spiel sind sie halt einfach gegen die Guten. Ja, kann man jetzt auch nicht gerade so sagen. Okay, ja, ich hab sie hier. Hier, bitteschön, du könntest die Quest auch wieder beenden. Ah, T-Energie. Oh, wieso bin ich nicht drauf gekommen? Das ist die T-Energie. Das ist aber eine Energie, die ja, Monster, also alle Lebewesen korrumpiert. Auch sozusagen der Boden pflanzen und ist so ja einfach typisch Sacred, haben die Sacred Entwickler eigentlich erfunden. Ja, Sacred 2, im ersten Teil gab es, glaube ich, die gar noch nicht, stimmt. Ja, Sacred 1 und Underworld, also das Add-on, habe ich eigentlich ziemlich viel mehr gespielt schon. Ja, es natürlich eine gute Zeit für mich gewesen. Ich hatte wenig Geld und hatte nur das Spiel. Und Diablo 2. Die Inquisition. Und Morrowind. Morrowind habe ich natürlich noch sehr viel gemordet. War ein bisschen einfacher zu modden. Also eben diese hardcoded Games. Mutierte Wildschweine. Das sind also jetzt die ersten Gegner sozusagen vom Spiel gewollt, oder? Also man kann auch irgendwo in den Nordwesten gehen und hat dann ein paar Gegner. Und da kommt man eher hier vorbei. Und diesen hier oben. Okay. Gut, also kommt. Ja. So. Und die haben auch so Runen drauf und so, sehen ziemlich cool aus. Ja, sind aber leider schon tot. Ich hatte ein bisschen dran. bleiben sollen, also ohne Minions oder so, dass es ein bisschen länger geht. Aber ja, sie halten mehr aus und sind manchmal auch stärker und können sich teleportieren und so weiter. Viel stärker und besonders sind sie natürlich. Ihr habt den Auftrag ausgeführt, sehr gut, ich wüsste, dass ich auf euch zählen kann. Ihr nehmt dies als Belohnung. Ein glorreicher Tag für mich, die Inquisition.
Gut, dann haben wir noch eine Quest, eine Folgequest. Ja, man sieht sie schon. Sehr gut. Ja, aber außen herum ist ein bisschen schneller. Jetzt müssen wir irgendwas manipulieren, glaube ich, aber ich weiß es nicht mehr. Die Quest eigentlich fast noch nie gemacht. So, Hohepriester Gemandon. Gibt die Ersatz mit dem Chefastronomen von Ascalus. Genau, die machen irgendwas kaputt. Defekt reparieren, das ist das Teleskop. Wieso eigentlich? Für die Götter? Verfälschte Bilder. Okay, dass sie Angst bekommen oder so. Ui. Wenn man das im Real Life machen würde und alle würden dann denken, es gibt Aliens oder so. Einfach ein bisschen verfälschen. Jetzt sind wir böse. Okay, nehmen wir die Quest kurz ab. Ja, die Ersatzteile sind getroffen. Ich hatte nie Zweifel. Oh, wir bekommen wieder nichts. Also es gibt immer eine höhere Chance, wenn es viele Quests gibt für Set-Items, aber ja, manchmal auch rare Items nur, manchmal gar nichts eben wie hier. Ja. So, Fächerblitz ist Widerstandsschwund. Und Hinrichtung ist Kadaverexplosion. Das möchte ich gerne auch noch mal einsetzen dann. Da. Und Gift Nova können wir auch noch einsetzen. Können wir aber mal hier einsetzen. Aha, ja. Genau. Hab's ja gespielt und dachte, es wäre etwas Neues, aber nein, ich habe es ja gespielt. Ist gar nicht so spannend für mich, aber es sah schon schön aus, wahrscheinlich, wenn ihr das erste Mal seht. Also, dann gucken wir doch mal kurz. Hier gibt es doch irgendwo eine Ruine, ja, hier. Nein, wir haben gar nicht so gut getroffen. Doch, wir haben getroffen, aber es macht irgendwie auch ein bisschen, klein wenig Dodge-Schaden am Anfang, später dann sicher mehr. Also man kann ihn wahrscheinlich schon ziemlich gut spielen, man muss einfach geduldig sein. So, und mit dem Gegner hier. 49 dort Schaden, oder ist das einfach der erste Schaden? Gut, jetzt muss ich aber langsam den Part beenden. Gehen wir kurz nach 2. Also ziemlich viel bester Charakter. Man muss nur die richtige Skillung nehmen, den richtigen Charakter nehmen und ist dann stärker. Aber wie gut es eben weiter spielbar ist, ob wir dann einfach Probleme bekommen beim Gegner besiegen, wenn sie mal nichts machen, gibt einfach dieser Bug. Ob ich ihn ein bisschen umwessen kann, ob ich es einfach nochmal den Buff aktivieren muss, wieder deaktivieren muss. Und dann geht's, weiß ich nicht, aber ich hoffe es. Und ihr hoffentlich auch. So, wunderbar. Dann Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, beim nächsten Mal geht es dann wieder Richtung Hauptstadt. Und dort werden wir mal ein bisschen mehr Quests und Regionen ablaufen. Ich wage es mal zu einem bestimmten Boss im alten Hafen unten. Aber ob wir dort ja durchkommen und schaffen, weiß ich nicht. Ob wir ihn überhaupt erreichen. Der ist da unten. Ja, das werden wir dann mal machen. Wenn wir bis dann, also bis da schon dort sind. Wir müssen nämlich jetzt hier hoch. Hier waren wir nur hier in der Lichtkampagne und dann direkt in der Hauptstadt. Aber hier müssen wir mal hier hoch. Und dann gibt es da noch die Charakterquest und hier gibt es dann noch eine besondere Quest über einen Alien. Jo. Gut. Also dann bis zum nächsten Part. Tschüssi!